Es gibt einige Möglichkeiten, unseren Kommentar in unserem Videofilm aufzunehmen. Da benutzen einige Videofilmer vielleicht das eingebaute Mikrofon ihrer Handycam. Andere einen Audiorekorder, wie zum Beispiel den Zoom H2. Ich möchte Ihnen heute meine Lösung zur Kommentaraufnahme vorstellen. Ein kleines, portables Tonstudio. Herzlich willkommen bei Holgers Videotreff. Ganz eilige Videofilmer nutzen vielleicht die Voice-Over-Funktion in ihrem Videoschnittsystem. Dazu wählt man einen entsprechenden Toneingang aus oder verwendet ein USB-Mikrofon. Im Schnittsystem wird eine freie Tonspur ausgewählt und der Film abgespielt. Während man nun den Film sieht, spricht man live seinen Kommentar. Diese Variante finde ich schwierig, denn dann müssen wir gleichzeitig unsere Einsätze beachten, als auch den Text optimal betont und fehlerfrei sprechen. Meinen Kommentar nehme ich häppchenweise auf und dafür verwende ich ein kleines, transportables Tonstudio. Und das baue ich jetzt einmal auf. Da habe ich zunächst ein Mikrofonstativ. Bis auf Brustkorbhöhe ziehe ich es aus. In diesem Karton befindet sich mein Reflexionsfilter. Er minimiert negative Einflüsse wie Reflexionen, Echos und Nebengeräusche im Aufnahmeraum. Mit seinem Einsatz erreichen wir eine verbesserte Rekorderumgebung, ohne den aufwendigen Studioausbau oder teure Sprecherkabinen. Hier vorne wird nun das Mikrofon montiert und das ist mit weiterem Zubehör in diesem Koffer enthalten. In einer Spinne wird das Mikrofon aufgehängt. Dadurch vermeiden wir Körperschall und eventuell auftretendes Rumpeln oder Poltern. Das Großmembran-Studio-Mikrofon sorgt später für eine weiche, angenehme Kommentarstimme. Das Mikrofon sollte eine Nieren- oder Kugelcharakteristik aufweisen. Zum Betrieb des Mikrofons wird eine Phantomspeisung benötigt. Dafür dient dieses Netzteil. Der Popkiller verhindert Schisch- und Popgeräusche. Diese entstehen zum Beispiel beim Sprechen der Buchstaben S, T oder P. Um den Ton aufzunehmen, kommt nun mein Zoom H2 wieder ins Spiel. Am Line-In-Anschluss nimmt er Kontakt mit dem Mikrofon auf. Auf der gegenüberliegenden Seite schließe ich einen geschlossenen Kopfhörer an. Damit kontrolliere ich meine Tonaufnahme. Ich habe den Aufbau in der Ecke eines Raumes vorgenommen. Hinter mir die Wände und vor mir der Reflexionsfilter. So werden die Aufnahmen noch besser. Damit ist mein Tonstudio aufgebaut und ich bin fertig zur Kommentaraufnahme. Die mache ich im Stehen. Zum einen hört sich das besser an und zum anderen kann man besser atmen als im Sitzen. Bereits vor Sonnenaufgang erreiche ich den Waldrand. Tiere sind noch keine zu sehen, obwohl ich Geräusche aus dem Gras höre. Bald verschwindet der Frühnebel.
Die Sonne kündigt einen schönen Herbsttag an. Ihnen gefällt mein transportables Tonstudio? Wie immer habe ich in meinem Videoblog weiterführende Informationen wie Bezugsquellen und Preise zusammengestellt. Ich freue mich auch auf einen Kommentar von Ihnen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihren Tonaufnahmen. Bis zur nächsten Woche. Tschüss! So, 1, 2, 3.